ab ist die Rübe. Fans wissen schon anhand dieser Szene, wohin sich die altehrwürdige Mortal Kombat-Serie hinbewegt. Nachdem die Reihe mit Mortal Kombat vs. DC Universe eher in seichtere Gewässer abtauchte und sogar eine USK 16 Einstufung erhielt, wird nun wieder gesplattert, was der Körper so hergibt. Da verwundert es auch nicht, dass Mortal Kombat dieses Mal überhaupt keine Alterseinstufung bekommen hat und somit auch nicht bei uns erscheint. Bleibt die Frage, ob sich hinter dem ganzen Blut auch noch ein gutes Spiel verbirgt oder ob der Titel am Ende selbst in seine Einzelteile zerlegt wird. Der simple Titel Mortal Kombat lässt erahnen, dass der neueste Teil der Serie eher eine Neuauflage als eine Fortsetzung ist. Doch durch einen Storykniff schaffen es die Entwickler von NetherRealm Studios rund um Mortal Kombat-Erfinder Ed Boon, dass der Titel Reboot und Fortsetzung in einem ist. Nach den Ereignissen von Mortal Kombat Armageddon ist Serienbösewicht Shao Kahn stärker als jemals zuvor. Nachdem er alle anderen Kämpfer besiegt hat, steht der Donnergott Raiden, dem Schützer des Erdenreichs, gegenüber. Und für den sieht es mal so gar nicht gut aus. Denn Shao Kahn holt schon zum finalen Schlag aus, um ihn ein für alle Mal zu vernichten. Doch in diesem Moment sendet Raiden eine Botschaft per Gedankenübertragung an sein früheres Ich, um ihn vor dem Lauf der Dinge zu warnen. Dadurch entsteht eine alternative Zeitlinie und ihr könnt die Ereignisse der ersten drei Mortal Kombat-Teile in etwas abgewandelter Form noch einmal oder zum ersten Mal nacherleben. Das Kampfsystem von Mortal Kombat wurde im Vergleich zu älteren Teilen der Serie leicht abgewandelt. So steht nun jede der vier Aktionstasten für eine der vier Extremitäten, also je für zwei Arme und Beine. Trotz der Veränderungen werden die, die schon stundenlang Move-Listen durchgetaucht haben, sich sofort wohlfühlen. Denn ein Großteil der Attacken sind schon aus dem Vorgänger bekannt. So teleportiert sich Donnergott Raiden zum Beispiel, wenn ihr einfach nach unten und dann nach oben drückt. Und somit wären wir auch schon bei den Kämpfern angelangt. Hier ist wirklich so gut wie alles vertreten, was Rang und Namen hat. Neben dem frostigen Sub-Zero dürfen natürlich auch Hollywood-Star Johnny Cage und Egelfresse Baraka nicht fehlen. Teilt ihr mit eurem Kämpfer mächtig aus oder steckt gehörig Prügel von eurem Gegenüber ein, füllt sich eine dreistufige Leiste am unteren Bildschirmrand. Ist diese gefüllt, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr führt eine Spezialattacke aus, dann spielt Scorpion seine Gegner nicht nur mit seiner Kette auf, sondern steckt diese vorher noch in Brand und zieht dem Widersacher dadurch noch etwas mehr Lebensenergie ab. Oder ihr führt einen sogenannten Combo Breaker aus, um die Angriffe des Gegners zu unterbrechen und selbst wieder die Oberhand zu gewinnen. Am interessantesten, zumindest für die Hartgesottenen unter euch, dürften aber die neuen X-Ray Moves sein. Dann seht ihr, wie durch eine Röntgenbrille wie die inneren Organe der Kämpfer zerquetscht werden oder wie ihre Knochen in ihre Einzelteile zersplittern. Die X-Ray Moves sehen nicht nur cool aus, sondern richten auch mächtig Schaden an. So ist nach der Attacke gut die Hälfte der Energieleiste geleert. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis die beiden Worte ertönen, die Freunde der Reihe ein breites Grinsen ins Gesicht zaubern. Finish him. Dann ist es Zeit für die berühmt-berüchtigten Finisher, die seit Jahr und Tag fester Bestandteil eines richtigen Mortal Kombat-Spiels sind, die Fatality. Schnell noch den richtigen Abstand zum Gegner eingenommen und die richtige Tastenkombination ausgeführt und euer Widersacher wird spektakulär entsorgt. In circa einem Drittel der Arenen könnt ihr dazu auch die Umgebung zur Hilfe nehmen, denn die bekannten Stage-Fatalities dürfen dieses Mal natürlich auch nicht fehlen. Dann lasst ihr die Gegner zum Beispiel Bekanntschaft mit äußerst spitzen Stacheln machen oder verpasst ihnen mit Hilfe einer vorbeirauschenden U-Bahn eine kostenlose Gesichts-OP. In Sachen Spielmodi hat Mortal Kombat so einiges zu bieten. Allein schon der umfangreiche Story-Modus sollte euch für gut 8 bis 10 Stunden beschäftigen. Aber dann ist noch lange nicht Schluss, denn dann wartet schon der Turm der Herausforderungen. Hier könnt ihr euer Können in insgesamt 300 Prüfungen unter Beweis stellen. Dann müsst ihr etwa 15 Treffer innerhalb von 45 Sekunden landen oder anstürmende Widersacher erledigen. Auch einige Minispiele sind mit dabei. Kenner des ersten Teils werden sich über Teste deine Kraft freuen. Hier müsst ihr schnell eine beliebige Taste drücken und sobald der Balken die Markierung erreicht hat, die linke und rechte Schultertaste gleichzeitig betätigen, um die Bretter vor euch in Kleinholz zu verwandeln. In Teste dein Glück bringt eine Slotmaschine etwas Abwechslung in die Matches. Dann kämpfen die Figuren zum Beispiel ohne Kopf oder das gesamte Bild wird einfach kurzerhand gedreht. Grafisch macht Mortal Kombat einiges her. Die Animationen der Charaktere sind richtig gut gelungen und sie bewegen sich zu jeder Zeit der Matches geschmeidig über den Bildschirm. Auch die einzelnen Levels sind richtig schön gestaltet. So findet im Hintergrund gerade eine Opferung statt oder ein Monster liefert sich einen Kampf mit dem Militär. Am allerbesten hat uns aber gefallen, dass die Kämpfe deutliche Spuren an den Figuren hinterlassen. So werden die Prügler nach und nach aus ihren schicken Outfits gepellt, was gerade bei den weiblichen Vertretern oft interessante Einblicke gewährt. Aber Mortal Kombat wäre nicht Mortal Kombat, wenn bei der Kleidung schon Schluss wäre. Denn wo kein Stoff den wohlgeformten Körper bedeckt, da muss eben die Haut dran glauben.
Dann kann es schon mal vorkommen, dass den Kämpfern am Ende der Matches ein Teil der Mundpartie fehlt oder die Rippen offengelegt sind. Mortal Kombat bietet Fans der Serie genau das, was sie wollen. Alle bekannten Kämpfer früherer Teile sind wieder mit an Bord, die einzelnen Moves fühlen sich sofort vertraut an und Mortal Kombat ist wieder eine Gewaltorgie, wie sie im Buche steht. Aber auch Einsteiger kommen voll auf ihre Kosten, denn die Angriffe erfordern meist keine ellenlangen Tastenkombinationen. Um die Attacken aber zu mächtigen Kombos aneinander zu reihen, bedarf es schon einiges an Übung. Da bleibt nur noch eines zu sagen: Operation gelungen, Patient aber trotzdem tot. Sub-Zero wins.